So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu diesem Wi-Fi-Kampf hier auf meinem Kanal, der zweite Sonne- und Mond-Wi-Fi-Kampf. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Wir kämpfen heute gegen die liebe Vivian, in-game zumindest, auf Twitter ist es @nilslux1. Und ja, ich hoffe, das wird ein schöner Kampf. Ich habe ein neues Team dabei. Ich glaube, zwei Pokémon, die letztes Mal dabei waren, habe ich wieder mit. Übrigens, diese schöne Mütze habe ich von meiner Mama bekommen zu Weihnachten. So, jetzt muss die liebe Vivian den nur noch annehmen. Ich bleibe einfach mal bei Vivian, weil das ist der In-Game-Avatar. Und Vivian hat die Einladung angenommen. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss wieder schreiben, dass ich In-Game Pascal heiße. Und ich wähle die Kampfregeln fest natürlich. Bitte lege die Kampfregeln fest. So, Einzelkampf, normale Regeln, Pokémon-Anzahl 1 bis 6, alle Level 50, ja, kennen wir schon. An dieser Stelle übrigens eine kleine Ankündigung, am Mittwoch, dem 28.12., genau, wird den Rotomcast wiedergeben. Einige kennen ihn vielleicht, das ist so ein Podcast-Stream mit mir, Scarlett von Super Funtime und Steve von Super Funtime und wir haben ein paar interessante Gäste dabei, unter anderem den lieben Razer und Zui Shumaru. Das findet am 28. um 21 Uhr statt. Wo genau, weiß ich noch nicht. Vermutlich auf twitch.tv/Scarlett. Aber dazu kommt nochmal ein separates Video. Schauen wir uns erstmal das Team an. Wir haben Coriogel dabei. Wir haben Moruda. Wir gehen das dann gleich nochmal durch. Schauen wir erstmal. Hier kommt Gladius. Ja, komm, nehmen wir Gladius Team als Kampfmusik. Genau, wir haben auf jeden Fall, kann ich Pokémon euch jetzt nochmal zeigen? Dann kann ich das mal leichter durchgehen. Ja, wir haben Coriogel dabei, Moruda, Bundlebee, Mimikma, Lusardin und Slimog Alola. Zwei davon hatten wir letzte Woche schon dabei, die anderen sind neu. Und er hat auch ein Coriogel dabei, okay, das ist ganz interessant. Er hat Coriogel, er hat die mittlere Entwicklung von Flammeow. Er hat Pampros, Volverock, die Mitternachtsform, Mega Aerodactyl und Tapu Bulu. Ne, Kapu Bulu? Ich hab die deutschen Namen noch nicht alle so drauf. Aber ja, gegen das Team. Womit liegen wir? Sein Team hat eine ziemlich starke Wasserschwäche. Deswegen lieben wir mit Lusardin. Das übrigens noch keinen Spitznamen hat, denn ich habe noch keinen Spitznamen dafür. Falls ihr natürlich einen Spitznamen für einen Lusardin hättet, schreibt ihn mir gerne unten in die Kommentare, denn ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen dringenden, ganz dringend brauche ich noch einen Spitznamen dafür. So, ich hoffe, dass bei der Aufnahme hier alles richtig läuft. Scheint zumindest so. Ich hoffe auch, dass die Webcam dieses Mal von sich aus groß genug ist. Soll die eigentlich sein? Vivian vs. Pask. Weil die restlichen Buchstaben wurden leider abgeschnitten von meiner Webcam. Ich habe noch keinen Greenscreen. Vielleicht hole ich mir nächsten Monat ein. Ich war echt am überlegen, mir einen Greenscreen zuzulegen. Sag mal, was ihr davon haltet. Denn vielleicht müsste ich dann weiter hinten sitzen oder so. Ich weiß noch nicht. Andererseits mag ich das so ein bisschen im Background. Vor allem den Kleiderbügel, da finde ich es sehr schön. Aber man sieht da so ein bisschen Sachen im Hintergrund. Das finde ich immer ganz angenehm. Dark Gaming. Gar nicht edgy oder so. So, Dark Gaming. Jetzt gucken wir nochmal sein Team an, das kann man jetzt, Gott sei Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass er in sein Tapu Bulu wechselt. Deswegen könnten wir an dieser Stelle auf die Kehrtwende gehen, aber ich möchte nicht zu viel predikten, wir gehen einfach in der ersten Runde auf die Kaskade. Er legt die Tarnsteine raus. Okay, heißt er ist höchstwahrscheinlich, gefokus-hashed. Denn das Ding wird kein, ja. Das Ding würde keine Kaskade überleben. Ist aber in Ordnung. Wir haben einen Spinner dabei. Ich wollte kein Feuer-Coriogel mitnehmen, ohne einen Spinner dabei zu haben. Deswegen haben wir Moruda mit. Und gehen an dieser Stelle auf die Kehrtwende. Nur für den Fall, dass sie sich jetzt denkt, nee, genau. Dass sie sich denkt, ich möchte das noch behalten. Wechseln wir es aus. Schicken Tapu Bulu rein. Aber Tapu Bulu sollte kein großes Problem für uns werden. Ja, lässt er das Gras aus dem Boden schießen. Wir gehen auf die Kehrtwende. Machen ganz guten Damage. Dafür, dass das neutral war und kein Stab.
So, jetzt natürlich die Frage, wir könnten in Bumblebee wechseln, aber Bumblebee wäre auch schwach dagegen. Also gehen wir an dieser Stelle tatsächlich. Wir wechseln an dieser Stelle in Arcos. Unser Delmeis. Und wenn ihr den Spitznamen versteht, dann erstmal Applaus dafür und es tut mir nicht leid. Nein, es tut mir nicht leid, dass ich diesen Spitznamen gewählt habe. So, er wird jetzt wahrscheinlich in Flaumiau gehen. Ich weiß nicht, wie die mittlere Entwicklung heißt. Ich weiß echt nicht, wie die heißt. Er hat aber, glaube ich, keinen Spinblocker dabei. Doch, hat er. Er hat Coriogel dabei. Das Viech ist Fluggeist. Das Ding ist Fluggeist. Wir könnten auf den Gyroball gehen und damit sicher Tabubulu rausnehmen. Wir könnten. Das ist natürlich jetzt die Frage. Predicted er unseren Rapid Spin? Wir gehen auf die Dunkelklaue. Ich predicte seinen Switch. Er hat Vierländer! Wieso kann das Ding Vierländer? Au! Au! Wir sind nicht physisch defensiv. Ah, fuck. Das Ding kann Vierländer. Shit, aber ich muss mir Arcos aufbewahren. Ich brauche Arcos einfach noch. Ich muss es schaffen zu spinnen. Holger wird neutral getroffen von dem und ist auch physisch nicht besonders defensiv ausgelegt. Brauchen wir Peekaboo für irgendwas, unser Mimikma? Nein, nicht unbedingt. Wir bräuchten das nicht unbedingt, also wechseln wir an dieser Stelle in Peekaboo. Haben einen garantiert safe Switch-In durch unsere Fähigkeit und muss aufpassen, dass ich auf der richtigen Höhe sitze und versinke ich so. Und vielleicht möchte ich noch ein bisschen weiter nach rechts. So, jetzt sitze ich gut. Jetzt sitze ich gut. Genau, ich hatte. Und es geht daneben. Ich hätte also ganz einfach auf den Rapid Spin gehen können. Was könnte er hier reinschicken? Vermutlich das Pampros, das komische Pferdetier, könnte ich mir vorstellen, wenn er denn was reinschicken will. Wir gehen auf einen Schwerttanz, denn er bleibt drinne. Okay. Habe ich nicht mit gerechnet. Aber er bleibt drinne. Ist er gechoiced? Er ist doch mit Sicherheit gechoiced. Sonst hätte es auch nicht so viel Schaden an mir gemacht. Der Angriff ist nicht Stab. Und wir sind immer noch maximal KP investiert und sind immer noch ein Delmeis gewesen. Muruda, Entschuldigung. Das hätte uns eigentlich nicht so viel Schaden machen dürfen. Deswegen gehe ich hier mal von einem Choice Band aus. Und gehe außerdem davon aus, dass ein plus 2 Dunkelklaue ausreichen sollte, um das Tabubulu rauszunehmen. Und damit ist ein sehr, sehr großer Threat aus seinem Team rausgenommen. Ich glaube nicht, dass wir sweepen können, denn er hat immer noch Mega Aerodactyl. Ich weiß übrigens, dass es Mega Aerodactyl ist, weil er mich auf Twitter gefragt hat, ob Megas erlaubt sind. Und das sind sie. Ihr könnt gerne Megas mitnehmen, wenn ihr gegen mich spielt. Denn solange es keine gebannten Megas sind, ist mir das egal. Also kein Logok nach Möglichkeit. So, jetzt überlegt er natürlich. Er schickt Steinfliegi rein. Steinfliegi. Ein sehr von Razor inspirierter Name möchte ich annehmen. Aber wir werden hier einfach auf den Schattenstoß gehen, denn ich bin mir relativ sicher, dass das Ding uns outspeedet. Und puh! Das Ding ist auf jeden Fall ein recht großer Threat. Wir haben nicht viel, was dagegen großartig was machen kann. Wenn ich schneller gewesen bin, hätte ich tatsächlich gerade mit der Dunkelklaue. Das überleben wir nicht. Nein. Au. Rip in Peekaboo. Haben wir irgendwas, was einen Angriff davon überlebt? Okay, pass auf. Ich bezweifle, dass wir einen Angriff von dem Ding tanken können. Erst recht, wenn es knirscht. Das Ding ist Flug! Warum habe ich das jetzt reingeschickt? Das Ding ist ein Flugmon. Das war sehr dumm von mir. Ich dachte aus irgendeinem Grund, das wäre Drache. Ja. Ich dachte aus irgendeinem Grund, das wäre Drachegestein. Das war absolut dumm. Und jetzt haben wir ein Problem.
denn... Ich habe nie im Leben irgendwas, was schneller ist als Mega-Aerodactyl. Mit einem Besten von 100... Was ist das? 35 oder so? Ja, okay, Chrome, du musst jetzt aufhören. 150! Ich glaube nicht, Lusardin. Fuck, jetzt wird der Sash auf mein Bundlebee gebrochen. Das alleine geht mir schon einmal auf den Sack. Ich glaube an dich, Lusardin. Das sieht schon cool aus. Dieses riesige Fischwahlmonster gegen Aerodactyl. Ich glaube aber, er hat auch nichts, was eine Kaskade von uns tanken könnte. Nein. Nichts von seinem Pokémon will noch eine Kaskade nehmen. Also hoffen wir einfach mal, dass wir einen Angriff von dem Viech überleben. Überlebst du, überlebst du, überlebst du, überlebst du, überlebst du, überlebst du, überlebst du. Es ist in dieser Form halt schon sehr, sehr bulky. Aber ich fürchte, dass er jetzt irgendwas reinschickt, womit er uns killt. Denn wir sind leider nicht unter die 25% gekommen. Dadurch wurde unsere Beere nicht getriggert. Was wir natürlich machen könnten. Das könnte sehr... Oh, wenn das funktioniert, wäre das tatsächlich sehr, sehr gut. Hm. Es wäre auch unglaublich risky, aber wenn es funktioniert, wäre es echt cool. Aber das entscheide ich je nachdem, was er jetzt reinschickt. Na, was schickst du jetzt rein? Du hast halt nichts wirklich eine Wasserattacke tanken. Er schickt Dark Gaming wieder rein. So, wir haben 152 KP. Würden wir... Wie viel verlieren, wenn wir reingeschickt werden? Wir verlieren ein Achtel. Ein Zehntel wären 15, aber würden wir auf 38 kommen. Ich brauche Lusardin nämlich eigentlich noch. Gegen das Team möchte ich definitiv meinen Lusardin behalten. Und das heißt, wir schicken an dieser Stelle Holger rein. Denn Holger sollte ganz gut gegen das Ding klarkommen. Hat immer noch den Shadow Sneak. Meine Idee ist nämlich, dass ich durch Titansteine, dass Lusardin durch Titansteine auf unter ein Viertel seiner HP kommt, die Beere geprockt wird und wir dann mit über 50% dastehen und mehr Schaden tanken können. Denn ich bezweifle, dass wir diesen Knirscher überlebt hätten. Wir gehen hier auf den Schattenstoß, einfach in der Hoffnung, dass er drinnen bleibt und sich denkt, ja, ich bin eh schneller, komm, greife ich nochmal an. Wir kommen mit dem Schattenstoß durch, das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Fucking edgy Wolf Razor Faggot. Und er schickt hier Pampros rein. Das ist vollkommen okay. Damit komme ich klar. Denn wir gehen hier auf den Abschlag. Ich weiß, wir boosten damit seine Verteidigung um 1, aber das ist kein allzu großes Problem bei dem, was wir noch mit dabei haben. Und ich möchte gerne die Chance haben, ihn zu vergiften und ihm sein Item wegnehmen. Zähigkeit prockt, ist mir bewusst, aber er verliert seine Offensivweste. Okay. Und geht auf den, ich wusste es. Ich wusste, er geht auf den Steinhagel und möchte, dass ich eins von meinen Special Mods reinschicke. Angesichts dessen, was er noch im Team hat, er hat noch das Pampros, er hat noch das Koriogel und er hat noch da die beiden von Flaumiauts. Gegen die komme ich alle relativ gut klar. Das heißt, ich muss an dieser Stelle. Ich muss gar nichts opfern. Ich kann Lusardin reinschicken. Ich kann Lusardin reinschicken und sicher auf eine Kaskade gehen eigentlich. Ich bezweifle, dass er schneller ist als wir, weil Pampros sehr, sehr langsam ist, so wie alles andere in dieser Gen. Und wenn die Giefelbeere tatsächlich triggert? Ich weiß nicht, ob jetzt gerade Karl guckt, ja, reichen Erdbeben aus? Womit rechne ich? Was schickt er rein? So, und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Lusardin nimmt Schaden durch Titansteine, frisst die Beere, kommt damit wieder auf über 50%, aktiviert den Fischschwarm und sagt, du mich jetzt nicht auf unter 25% bringst, ist alles gut.
Nice, 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 nice. So, Kaskade. So, und während wir das hier machen, er ist schneller als wir. Er ist doch schneller als wir, RIP Lusadin. Okay, das ist gar nicht mal so cool. Dann schicken wir an dieser Stelle Bumblebee rein. Auch wenn Bumblebee ordentlich Schaden nehmen wird. Weit mehr Schaden als mir lieb ist. Gehen wir hier auf den Energieball. Denn ich kann keinen Falter rein riskieren. Ich nehme an, dass er in den... Oh, er wechselt sogar aus. Hätte ich doch dingensen können. Falterreigen. So, und du hast doch mit Sicherheit die Voliten. Resistest, glaube ich, allen unseren Attacken. Außer... Ich bezweifle, dass das ausreicht vom Schaden her. Aber es ist einfach... Ich habe mir so viel Mühe gemacht für dieses Viech, ne? Ich habe es auf Level 100 trainiert, habe die Kronkorken benutzt... Und du, es ist sonst eh nicht mehr für besonders viel zu gebrauchen. Also gehen wir hier auf unsere Kraftreserve. Du bist schneller. Warum bist du schneller? What the f... Bist du gechoice-garft? Mitsunda hat einen Base-Speed von 90. Wie hast du geschrieben, Bumblebee? So hier... Ja. Wir haben einen Base Speed von 124. Das Ding ist gechoicecraft. Das Ding ist ein ernstes gechoicecraft. Dann hoffen wir einfach mal, dass Ruby, unser wunderschönes Shiny Choriogel, einen Angriff tanken kann. Denn ansonsten habe ich ein Problem. Ich hätte doch einen Slimehawk wechseln sollen. Okay. Okay, das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt können wir uns durch den Ruheort hochheilen. Das ist gut. Das ist ganz wunderbar. Sogar so wunderbar. Hat er noch irgendwas... uns besonders gefährlich werden könnte. Er hat immer noch Pump Ross, aber da sind wir definitiv schneller und er hat noch sein eigenes Choriogel. Wir gehen hier nochmal auf den Ruheort. Er wechselt aus, wir heilen uns einfach voll, das ist vollkommen in Ordnung. So, und normalerweise würde ich jetzt auf meinen Z-Move gehen. Welcher das ist, möchte ich nicht spoilen. Reicht das aus? Reicht der Damage aus? Wir haben eh keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hoffen, dass der Orkan trifft und der Damage ausreicht. Der geht daneben. Der Miss hat sowas von gemeldet. Kann bitte jemand die Damage Calcs run? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding an dem Orkan draufgegangen wäre. Ich bin salty, ich bin ein bisschen salty. Ich meine, es war dumm gespielt von mir am Anfang des Matches, aber dieser Hurricane Miss hat definitiv gemattert. Denn er hatte sonst nur noch sein Choriogel und das hätten wir locker rausgenommen mit Holger. Wir tragen die Assault Vest, nichts davon, was er gemacht hätte, hätte uns gut getroffen. Und wir hätten das Ding mit einem Abschlag one-hitted. Und er hat nur noch sein Flaumiauts, was uns auch nichts hätte anhaben können. Da hat gerade definitiv der Mist uns den Sieg gekostet. Das macht mich jetzt salty. Warum hat er jetzt ausgewechselt? Er hatte den Weichschall.
Ich weiß, dass Mizunda schneller ist als die letzte Entwicklung. Denn der Luftschnitt nimmt uns nie im Leben aus. Natürlich kriegt er noch den Flinch. Warum auch nicht? Natürlich kriegt er den Flinch. Warum musste der missen? Hätte ich ihn damit rausgenommen, dann hätte ich ihn locker besiegt. Weil wie gesagt, er hätte uns mit dem Flammenblitz hätte er uns nichts anhaben können. Der Flammenblitz hat einfach gar nichts an uns gemacht, an unserem Koriogel. Ja, wechsel halt nochmal aus, du Dreckiger. Drück einfach auf Erdbeben. Wir können dich nicht one-shotten. Wir sind ein Slimehawk. Yay, immerhin haben wir es auch geschafft, ihn zu vergiften. Kriegt er jetzt den Boost. Und er wird uns outspeeden, denn ich glaube, dass er in Speed zumindest ein bisschen investiert ist. Und, oh, wir sind doch schneller. Aber ja. Hätte schon ein Crit sein müssen, um ihn hiermit rauszunehmen. Steinhagel misst natürlich nicht. Warum sollte der auch daneben gehen? Und der Crit nicht mit dem Steinhagel. Ich gehe heulen. Egal, war trotzdem ein schönes Match. Auch wenn die Hacks nicht auf meiner Seite waren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Wenn ihr auch gegen mich spielen wollt, Link zu meinem Twitter-Account ist unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.